Hey ho Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Nach meiner zweiwöchigen YouTube-Pause bin ich jetzt endlich mal wieder hier am Start mit einem neuen Video. Und Freunde, wir starten direkt mit einem richtig coolen Special-Video, denn Freunde, wie ihr seht und wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, sind wir heute wieder auf dem Phantasia-Craft-Server. Und wir werden nämlich heute einfach mal die ein oder andere Achterbahn fahren, denn Freunde, ich habe ein bisschen mich so erkundigt, denn man braucht eigentlich, um diese Achterbahn zu fahren, so einen bestimmten Rang, dann kann man die ganzen Bahnen öffnen und so, aber man kann auch Leute auf dem Server, wie zum Beispiel hier, wie ihr seht, die Leute mit dem lilanen Namen, ne, die haben alle Berechtigung, hier diese Bahn zu öffnen. Und wir können einfach mal fragen, ob wir gleich irgendwelchen Leute finden, die halt diese Bahn uns öffnen. Dann können wir die einfach kostenlos fahren. Ich habe mich nämlich eben schon ein bisschen mit jemandem hier unterhalten, aber es ist ein bisschen unterhalten, ihr seht hier. Würde gerne ein Video machen und dann einfach fragen, ob jemand hier die Bahn öffnen kann. Und dann hat der gute der Liliam gesagt, ja klar. Und ich würde sagen, wir fragen einfach mal direkt hier, ob er uns irgendeine Bahn öffnen kann, Freunde. Denn wir haben uns einfach Zugriff so gesehen auf jede Bahn hier. Und kann einfach fragen, was wir jetzt fahren wollen. Denn ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen. Es gibt natürlich sehr, sehr coole Sachen hier, ne? Ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach an mit Colorado, oder? Colorado ist doch so eine coole Einstiegsbahn, oder nicht? Okay, warte mal, ich will mal sagen, kannst du mir Colorado öffnen? Mal gucken, ob er antwortet. Wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, wenn er das jetzt hier öffnen könnte. Weil dann können wir einfach Colorado fahren, Junge. Das ist mir gut. Okay, 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 da ist jemand, Na ja, klar, schreibt, okay. Bitte geh auf, das wird einfach so. Das wär so cool, wirklich, 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 wirklich. Bitte macht uns angeht, bitte, bitte, bitte. Ey, wirklich, ich hoffe gerade so doll, ne? Es ist offen. Ich fass es nicht. Let's go, wir können jetzt Colorado. Ey, ist das cool, wirklich. Wir können jetzt einfach Colorado hier fahren, hier mit dem guten der Liliam. Freunde, ich frage ihn gleich mal das am Insta, ob er hier ein bisschen Werbung machen will. Dann schreibe ich es in die Kommentare hier oder in die Beschreibung. Und dann können die ihm auf Instagram folgen, weil das einmal mega, mega cool hier. So, es laggt sogar gerade ein bisschen. Ich weiß gerade nicht, woran das liegt hier, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, gleich irgendwie umzustellen oder so. Oh mein Gott, wir sind einfach bei Colorado, ne? Ist das cool, ey. Wie cool ist das denn? Das ist so cool. Ja, okay. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach eine Runde Colorado hier. Warte mal, ich guck mal, kann jetzt gucken, ob ich hier kurz bei den Video-Settings hier kurz mal ein bisschen meine Render-Distanz ein bisschen runter mache oder so. Und dann vielleicht hier die Graphics ein bisschen fast mache, Smooth Lightning off oder so vielleicht. Okay, jetzt seht's ein bisschen flüssiger, Freunde. Es tut mir wirklich... Ich gucke nach Bügeln, was? Es geht los, oder? Geht's los? Geht's los? Können wir jetzt Colorado fahren? Bitte, fahr los. Das wäre ja so unfassbar cool jetzt. Das wäre so cool. Die Bügel sind jetzt schon... Oh mein Gott, es geht einfach los. Ich fasse das gerade. Wie cool ist das? Okay, es geht nach oben. Wir fahren Colorado in Minecraft. Ey, das ist wirklich unfassbar cool. So, warte mal, jetzt geht's hier einmal kurz so runter, genau. Und wenn man da oben ist, dann geht's jetzt, glaube ich, einmal so richtig steil runter, oder? Jetzt müsste doch hier eigentlich runtergehen. Ja, oh Gott, ey, das ist so gut gemacht. Wirklich, wir haben die auch diese Waggons so gut hinbekommen. Und dann kommt hier dieser dunkle Part. Ne, der dunkle Part kommt später erst, glaube ich, ne? Freunde, an alle Leute, die jetzt hier die Colorado jetzt irgendwie nicht kennen oder so. Es gibt ja an einer Stelle so einen dunklen Part hier. Wo es dann einmal auch nochmal relativ schnell wird. War das jetzt hier der dunkle Part? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich meine, der kam später oder so, ne? Keine Ahnung. Ich gucke nur nach Bügeln, okay? Ich habe keine Ahnung, was wir von Bügeln reden, okay? Aber ey, das ist wirklich... Ich komme nicht drauf klar, wie cool wirklich dieser Server ist hier. Und Freunde, wenn ich ein bisschen komisch rede oder so, liegt daran, dass ich jetzt zwei Wochen wirklich nicht mehr aufgenommen habe. So, und deswegen bin ich ein bisschen aus der Übung raus. Aber mit der Zeit sollte ich das wieder ein bisschen hier so, wie sagt man, eingrooven, sage ich einfach mal, okay? Okay, wir fahren jetzt hier. Hier kommt der dunkle Teil, genau, okay? Und hier sieht man natürlich ein bisschen was, weil es halt hier... Von den ganzen Farben her, man erkennt das natürlich alles. In echt hat man da wirklich gefühlt gar nichts sehen können. Das war voll krass, wirklich. Ich habe mich voll erschrocken, als ich das erste Mal gefahren bin. Auf einmal war es da dunkel und ich dachte, was geht jetzt ab? Aber okay, wir sind auf jeden Fall... Alter, ich fasse es ja nicht. Was war wirklich... dieser Server, wirklich. Ich frage mich halt wirklich. Ich habe das schon viel zu oft gesagt, auch im letzten Video wahrscheinlich. Wann kam das erste Video zu dem Park raus? Wann kam das raus? Vor 3 Wochen, meine ich, oder so, ne? Das ist auch mega, mega relativ gut bei euch angekommen. Also wirklich, Dankeschön für euren Supporter. Und da fällt sogar noch ein Waggon. Mega, mega cool. Ey, das ist einfach so verdammt cool, wirklich. Und jetzt kommt hier gleich diese Spirale am Ende, oder? Ich glaube, die müsste hier am Ende gleich kommen, oder? War das nicht hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt hier nochmal kurz diese Kurve nach unten. Ich freue mich, ich weiß gar nicht, wie ich ihm jetzt kommentieren soll. Soll ich so übel komisch irgendwie so mitschreien, so wuh, oder soll ich einfach irgendwie einfach normal reden? Ich habe keine Ahnung, okay, ich rede einfach normal, okay, ich kann mich nicht ernst nehmen, wenn ich jetzt irgendwie wuh schreie. Okay, Freunde, bitte vergesst das so im Kopf, okay. Wir fahren auf jeden Fall, hier ist die Spirale, genau. Leute, sogar mit dieser Fontäne haben die das gemacht. Hä, wie gut, hä? Wie cool ist das denn bitte? Aber okay, wir fahren auf jeden Fall hier kurz weiter. Und jetzt ist hier wirklich die letzte Kurve und wir sind am Ende angekommen. Also wirklich, Colorado, mega, mega gut gelungen. Okay, ich glaube, das war wirklich 1:1 wie im Phantasialand, ne? Die haben wirklich keine Kurve vergessen gefühlt, oder? Ich weiß gerade, Leute, ein Typ heißt sogar einfach Black Mamba. Guck mal, der hat seinen Minecraft-Account Black Mamba genannt. Hä, wie witzig. Aber okay,
in Colorado. Ich würde sagen, wir bewerten mal jede Bahnhof immer von 1 bis 10. Ich gebe Colorado hier mal... Boah, was gebe ich hier mal? Ich würde sagen, ich gebe hier mal eine... Das ist schon eine 7,5 oder so, weil ich glaube, die anderen können noch ein bisschen krasser werden. Wirklich. Unfassbar cool hier, wirklich. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt von diesem Server hier, muss ich wirklich sagen, Mann. Also, wow. Okay, also vor allem auch, wie realistisch diese Waggons hier alle immer aussehen. Ne? Guckt euch das mal an. Das ist normales Minecraft. Hier sind keine Mods drauf. Das ist einfach ein Texture-Pack oder irgendwie mit Command-Blocken oder so gemacht. Das ist so unfassbar krass, wirklich. Also, Freunde, wirklich, wenn ihr selber auf diesem Server spielen wollt, dann könnt ihr einfach irgendwelche Leute fragen. Die öffnen euch dann wahrscheinlich diese Bahn hier, wie genau bei mir jetzt. Freunde, die IP steht wieder in der Videobeschreibung und dann könnt ihr einfach mal drauf joinen mit der 1.16.5-Version. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit der nächsten Bahn, Freunde. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was es noch so für Bahnen hier gibt. Und was gibt's hier noch so coole Bahnen, die man auf jeden Fall gefahren haben muss hier? So, was gibt's? Es gibt Wellenflug, jetzt natürlich dieses Kettenkarussell-Ding da, ne? Warte mal, was gibt's? Oh mein Gott, Winjas Force wäre natürlich noch cool in Erwartungsarbeiten. Das geht gar nicht. Ach Mann, okay. Ey, Winjas Force wäre wirklich cool gewesen. Das hätte ich jetzt gern gefahren, aber okay, wir gucken mal kurz hier. Raik ist doch eigentlich eine coole Sache, oder? Wir gehen mal zu Raik, okay? Lass mal bei Raik ein bisschen vorbeischauen. Kann jemand Raik öffnen? Wäre eigentlich auch ganz cool, jetzt hier mal Raik zu fahren oder so. Ich weiß nicht. Jemanden habe ich geschrieben. Taron ist geöffnet. Ja, ich will Raik fahren. Erstmal Taron will ich am Ende erst machen, weil Taron ist so ein Highlight, das will ich erst zum Abschluss machen. Wisst ihr, Freunde? Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn irgendwie Raik jetzt offen wäre oder so. Das wäre auf jeden Fall mega, mega cool. Dann können wir das Ganze nochmal auch hier austesten. Das ist ja dieser Boomerang. Oh mein Gott, der Liliam ist ja wirklich so unfassbar cool. Wirklich. Der kommt ja immer mit, wirklich. Also, ey, so ein cooler Typ. Also wirklich. Wenn er jetzt hier Raik aufmacht, dann wirklich. Ich frage den natürlich jetzt am Insta. Ich will ihn hier verlinken und dann will ich Werbung für ihn machen, weil er einfach cool ist. Du bist einfach der coolste Mensch, den es auf diesem Planeten gibt, der Liliam, okay? Du bist einfach richtig, richtig cool. So, okay, er chillt da irgendwie schon drin, aber ich komme halt nicht rein, so, ne? Kann er das irgendwie nur von innen öffnen oder so? Ich weiß nicht, wie ich halt da reinkommen soll, weil das irgendwie geschlossen ist, ne? Ich weiß halt nicht, wie ich irgendwie... Ich meine, da muss es ja irgendwie öffnen können, oder? Weil ich habe halt keine Ahnung, wie ich da sonst irgendwie... reinkommen soll oder so. Ich verstehe dieses Prinzip auch irgendwie noch gar nicht. Hat man, wenn man diesen Rang hat, hat man dann bei diesen Rides irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie sagt man, so ein Knopf, der irgendwie, wo irgendwie sagt, okay, du kannst die Bahn jetzt öffnen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das irgendwie aufgebaut ist, ne? Also irgendwie, ich würde mir schon gerne mal diesen Rang sogar holen oder sowas. Wir setzen mal kurz auf die Bank, indem wir hier ein bisschen warten, so, ne? Ich würde mir an diesen Rang eigentlich schon gerne mal einfach mal holen, einfach den mal so auszutesten, was es dann wirklich dann so ist, so. Aber ich sehe es dann auch nicht an, irgendwie 7 Euro oder so auszugeben. Deswegen lasse ich das Ganze wahrscheinlich doch lieber und lasse mich hier von anderen durch den Park führen, so. Der Liliam ist, oder muss der immer zu diesem Eingang von den Bahnen und dann irgendwas da anmachen? LOL! Ich glaube, da fährt jemand Taron. Hä, wie cool. Auf einmal kommt er da so lang gefahren. Wie geil ist das denn? Ey, Taron müssen wir auf jeden Fall am Ende auch unbedingt noch fahren. Ne, wirklich. Oh, Raik ist geöffnet. Ja, let's go. Okay, wir können jetzt Raik fahren, Freunde. Okay, wir müssen jetzt irgendwie follow the golden sword. Okay, dann gehen wir einfach mal hier den goldenen Schwertern entlang hier und fahren jetzt Raik. Ach, das ist wirklich so unfassbar cool. Wirklich, an alle, die Freizeitparks und Achterbahnen und das Phantasialand insbesondere jetzt hier lieben, ne? Wirklich, das muss doch wirklich der absolute Traumserver für euch sein. Wirklich, joint den Server und fahrt einfach diese Achterbahn. Das ist doch so unfassbar cool. Wirklich. Okay, wir müssen auf jeden Fall kurz der Schlange hier folgen. Weiter, weiter, weiter. Das goldene Schwert führt uns nach unten. Okay, gehen wir hier weiter. Okay, die Schlange. Ich weiß gar nicht mehr, wie die in echt aufgebaut war. Aber doch, an diesen Teil kann ich mich sogar hier erinnern, glaube ich. Genau, doch an... Ja, doch, ich erinnere mich wieder so leicht, ne? Nochmal Front Seat, nochmal... Ich kann das immer nicht aussprechen. Wie wird das ausgesprochen? Ich bezweifle es irgendwie. Okay, warte mal, hier ist jetzt Raik. Okay, gut, wir gehen jetzt einmal bei Raik rein hier. Ich weiß gar nicht. Ist jetzt irgendwie hier irgendwo der Eingang... Okay. Hier ist der Raik auf jeden Fall. Das finde ich super. Das gefällt mir doch schon mal wunderbar. Ich sitze auf jeden Fall gerade in Raik drin, Freunde. Ey, das ist Minecraft und wir sitzen einfach in Raik drin. Wie gut ist das bitte? Und dieser Waggon sieht einfach auch wieder exakt wie in echt ausgefüllt, ne? Also wirklich, das ist ja unfassbar gut gemacht. Also das ist ja wirklich unglaublich. Sogar mit so einem Dampfeffekt hier, ne? Also wirklich, halte mich irgendwie dumm, dass ich gerade die ganze Zeit so von diesem Serverpark und Design und so schwärme. Aber ich finde das einfach faszinierend, dass man sowas in Minecraft schaffen kann. Das ist ja wirklich unglaublich, wirklich. Also wirklich fetten Respekt an diesen Ersteller von diesem Server halt. Ich weiß gar nicht, wer der Owner ist. Ist dieser Owner dieser Giano Telo? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube auf jeden Fall, das ist der Owner hier. Ich glaube, im letzten Video war das so, oder? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall im letzten Video habe ich den Owner gesehen und ich glaube, das war dieser Typ hier. Und okay, es geht los, Stimmt, man fährt ja rückwärts los. Stimmt. Okay, es geht auf jeden Fall jetzt los. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie sie hier diesen Boomerang-Effekt gleich da irgendwie jetzt in Minecraft gemacht haben. Okay, wir gucken mal lieber First Person, das ist dann mehr Feeling hier. Und wir sind gleich oben angekommen und dann geht's hier einfach runter. Oh, ich bin schon mal gespannt, hier, wie das vielleicht gemacht ist.
Okay, wir sind ganz oben angekommen. Und jetzt fallen wir... Oha, wie schnell wir... Okay, das ist schon krass, oder? Es ist schon wirklich extrem cool gemacht. Man kann das nicht anders sagen, Mann. Oh, ey, wow, wirklich. Und dass diese Waggons, die drehen sich immer noch so krass. Merkt ihr das mal? Schaut mal, achte mal auf diese Physik von diesen Waggons, ne? Und jetzt geht's zurück, wird's runter. Tschüss! Und jetzt, wer fährt da eigentlich mit? Warte, wie heißt der? Ist das Zitflex, heißt fährt mit sowas? Okay, ist ja eigentlich interessant, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen, der mit uns in den ganzen Bahn fährt hier. Sehr cool, auf jeden Fall. Müssen wir das Ganze nicht alleine durchstehen. Klar, ist das ein bisschen komisch, wenn der Minecraft-Skin irgendwie hier dann so die Füße raushängen hat. Aber trotzdem ist es einfach unfassbar gemacht, wie diese Waggons hier verfahren und so. Das ist wirklich unglaublich. Ich bin so unfassbar fasziniert. Aber ich glaube, ich habe es jetzt wirklich schon oft genug gesagt. Ne, würde ich einfach mal sagen. Okay, Freunde, was für Bahn gibt es noch? Ey, ich bin gerade so im Modus. Wirklich, Freunde, ich bin gerade so unfassbar im Modus. Ne, wirklich, ich will einfach hier jede Bahn gerade irgendwie austesten. Deswegen gehen wir einfach mal wieder zu den Rides hier und gucken uns mal ein bisschen an hier, was es noch so hier gibt. Ich habe nämlich gerade nicht alle Bahnen gekommen. Musso Schokolade, wie cool wäre das denn? Das machen wir auf jeden Fall gleich auch. Oh, lau, nein, das verrückte Hotel, das hat Wartungsarbeiten, das hätte ich jetzt gern gemacht, man muss wirklich sagen. Okay, Freunde, ich weiß nicht, ich glaube, es wird mal so langsam Zeit hier für eine von den ganz krassen Sachen, oder? Sind wir bereit für Black Mamba? Sind wir bereit dafür? Wir sind bereit, wir gehen zu Black Mamba. Wir gehen zu Black Mamba. Kannst du Black Mamba... Nein, nicht Black Mamba, nein. Black Mamba. Wir wollen natürlich hier Black Mamba und nicht Black Mamba fahren hier. So, Black Mamba wäre natürlich mega, mega cool jetzt hier. Okay, wir stehen jetzt wieder hier vom Black Mamba. Ey, wirklich, ich muss wirklich sagen, dieser Park, der ist auch wieder so gut gemacht. Ich kann nicht offen dazu sagen. Der Wintertraum ist jetzt übrigens auch vorbei, fällt mir gerade auf, ne? Der Wintertraum ging ja wirklich nur bis Ende Januar. Okay, da war schon einer von diesen Operatoren da oder von einem, der diesen Rang hat da. Und der wird wahrscheinlich jetzt uns die Black Mamba hier öffnen. Oh mein Gott, warte mal, ist diese Warteschlange hier auch so unfassbar lang wie in echt? Weil da war die ja in echt, ist ja wirklich gefühlt 50 Kilometer lang oder so, ne? Okay. Aber ich bin mal... Oh mein Gott, was mir gerade auffällt. Diese Warteschlange von Black Mamba, ne? Black Mamba ist geöffnet. Ich fass es nicht. Es ist so unfassbar cool, wirklich. Hier ist so ein Sitz. Hier kann man schon mal drin sitzen. Wie cool ist das? Lol, mit so einem Bügel überall. Wie cool ist das denn? Aber okay. Weil in echt ist diese Warteschlange von der Black Mamba wirklich... Lol. Wir müssen 1,2 Stunden warten. Oh nein! Aber okay, Freunde, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier mal kurz die Warteschlange ein bisschen... Okay. Ich wurde gerade irgendwie zurückgewackelt. Ich will jetzt nicht hier. Auf einmal nur noch eine Stunde, perfekt. Weil in echt ist die Warteschlange, wollte ich eben schon ganz Zeit sagen. Da ist ja die Warteschlange von Black Mamba so richtig toll thematisiert und mit so einem Wasserfall und so. Es sieht richtig, richtig schön da aus, muss ich wirklich sagen. Aber okay, wir sind jetzt auf jeden Fall hier relativ weit schon, aber ich habe keine Ahnung. Genau, hier war dann dieses kleine Haus, wo man hochgehen könnte. Oh, lol, ich werde immer zurückgebackt. Was soll das denn jetzt hier? Naja, okay, vielleicht bin ich einfach zu schnell für den Server oder so. Okay, 35 Minuten Wartezeit. Okay, jetzt wird immer schneller hier. Wir gehen jetzt immer weiter hier. Okay, Brightness Moody. Okay, anscheinend muss ich meine Brightness jetzt auf Moody setzen. Okay, bin ich schon okay. Perfekt. Muss ich gar nicht mehr umstellen, okay. Sehr, sehr nice. Okay, let's go. Okay, jetzt geht's hier lang. Genau, Freunde, hier ist dieser Wasserfall. Ach, wirklich, das ist so unfassbar schön. Ach, ich muss meine Video-Settings mal kurz hier auf Fancy setzen, damit wir hier das besser hier sehen können mit diesen Blättern und so. Weil sonst sieht das alles relativ kacke aus hier. So, 2 bis 32 Personen offen. Okay, wir gehen jetzt hier lang. Und sind da schon die Sitze von der Black Mamba. Also wirklich, es ist ja wirklich unfassbar. Warte mal, kommen wir jetzt hier durch? Oh nein, warum kann ich ja nicht... Sie können diese Attraktion nicht... Da die Sicherheitsbügel geschlossen sind. Oh mein Gott! Das war sogar eine Animation, dass diese Bügel aufgehen. Hä, wie cool ist das denn? Also, das ist ja wirklich... Come on, das ist ja... Leute, das sieht so cool aus, ob dieser Bügel wirklich so um mich rum wäre, auch wenn er so teils in mir drin ist. Aber okay, wir fahren jetzt die Black Mamba in Minecraft, Freunde. Ich erwarte jetzt wirklich viel hier. Ich bin mal sehr gespannt, wie dieser Looping gemacht wurde, ne? Weil irgendwie muss es ja... Ich bin mal auf jeden Fall mal sehr gespannt hier. Reich ist jetzt übrigens auch geschlossen. Okay, sehr interessant. Okay, man wird ja bei der Black Mamba erstmal so hochgezogen. Genau, und okay, das sieht sehr, sehr lang aus irgendwie. Wurde man bei der normalen Achterbahn da auch so lang hochgezogen? Ich weiß gar nicht, wie lang dieser Part da war. Aber okay, ich würde sagen, ey, das sieht ja so cool aus. Wirklich, wir hängen gerade einfach in einem Sitz von Black Mamba drin. Okay, und das sieht auch so cool aus. Wirklich, das ist das perfekte Deep in Africa Design vom Phantasialand, ne? Das ist wirklich 1:1 krass. Okay. Hier geht's jetzt runter. Das ist der erste Drop von der Achterbahn. Der ist meiner Meinung nach auch direkt der heftigste gewesen. Okay, es geht jetzt hier direkt runter. Ich bin mal mega gespannt, wie das jetzt hier ist. Und jetzt geht's hier runter, okay? Ich bin jetzt wirklich so gespannt auf diesen Looping. Wenn er mich jetzt enttäuscht, bin ich sauer, ne? Oh mein Gott. Ey, ich bin verwirrt. Ich habe nichts gecheckt. Ich war einfach verwirrt. Lol, mit dieser Schraube sogar auch noch. Ich muss mal kurz die Sitze im Auge halten. Wie cool sieht das mit den Sitzen aus? Drehen die sich dann wirklich so? Lol. Die drehen sich ja wirklich dann so voll krass, ne? Ich will mal warten, bis noch eine Schraube kommt oder so. Weil das sieht bestimmt cool aus, wenn man dann so komplett einmal so rumgeht, oder? Yo, das ist ja klar, der Minecraft-Skin macht das nicht mit, weil er voll überfordert ist, aber...
trotzdem, das ist so cool gemacht alles. Das sitzt sich wirklich so um einfach mal um 180 Grad einfach mal, beziehungsweise um 360 Grad einfach mal drehen. So, das sieht richtig, richtig krass aus, wirklich, muss ich wirklich sagen. Props gehen hier auf jeden Fall mal raus an diesen. Ich weiß nicht, wie macht man das? Was muss man da sagen? Text, das hat ja nichts mit den Texturen zu tun, oder? Sind das Comment Blocks oder hat das irgendwie so ein. Ich habe keine Freunde, wenn ich mit bisschen mit sowas auskennt, ne? Oder wenn vielleicht sogar einer vom Phantasialcraft Team das hier sehen sollte, ne? Wie macht man das, dass diese Sitze da so unfassbar realistische Physik auch haben, dass die sich so drehen und dass die auch so krass aussehen? Und ich wirklich sagen, okay, Black Mamba, ich glaube, ab jetzt ist sie hier vorbei, oder? Genau, jetzt ist man in diesem Tunnel und fährt jetzt nur noch gechillt zum Ausgang. Okay, das hätten die ein bisschen schneller machen können. Jetzt muss man hier voll lang drin sitzen. Aber okay, Freunde, ich muss wirklich sagen, die Black Mamba hat mich komplett überzeugt. Das ist ja so unfassbar cool, dass mit diesen Hängesitzen auch, ne? Und ich bin, wisst ihr, worauf ich mal übel gespannt bin? Wenn dieser Freizeitpark hier, also wenn dieser Server irgendwann Fly haben sollte, weil das ist ja bald das nächste Update anscheinend, ne? Okay, wir sind auf jeden Fall durch mit der Black Mamba. Mega, mega cool die auf jeden Fall. Ich würde erstmal sagen, wir gehen mal kurz hier, lass mal kurz irgendwie zu einer Wasserbahn, lass mal zu River Quest. Wir fahren jetzt River Quest, ich habe richtig Bock auf River Quest. Aber erstmal würde ich sagen, wenn Fly irgendwann hier auf diesen Server kommt, weil das ist ja auf jeden Fall auch geplant, das sieht man hier, wenn man jetzt irgendwie hier mal auf, wenn man jetzt hier guckt, dann müsste hier irgendwo... Fly müsst ihr. Genau, hier sind die Wartungsarbeiten, wenn Fly irgendwann kommt. Ich bin mal sehr gespannt, wie die das dann irgendwie machen. Aber okay, das sind einfach nur Zukunftswünsche. Wir fahren jetzt erstmal hier eine Runde River Quest. Kann jemand. Ich schreibe immer jemanden, ne? Das ist irgendwie voll komisch. Okay, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal kurz. Ich muss hier River Quest öffnen. Kann hier wunderbar. Ski, wunderbar. Kann jemand River Quest öffnen? Denn River Quest wäre natürlich jetzt auch nochmal ziemlich, ziemlich cool. Ich bin mal sehr gespannt, wie die das dann damit gemacht haben hier irgendwie. Ob dann irgendwie das auch wieder so krass aussieht, weil das sind ja. Bei River Quest sind das ja diese. Diese runden Boote da, in denen man drin sitzt, oder? Ich glaube, das sind ja die, die sich dann noch um die eigene Achselhöschen drehen. Da bin ich auf jeden Fall auch mal sehr gespannt hier. Das ist ja wie bei Windjammers 4 and Force so ein bisschen, dass man sich ja noch ein bisschen so dreht oder so. Mega, mega interessant bin ich mal auf jeden Fall. Meine Videos sind schon sehr interessant, deswegen alle mal liken und abonnieren, aber trotzdem. Ich wollte natürlich sagen, ich bin gespannt und nicht interessant, weil das macht nämlich weniger Sinn. Ne? Freunde, es gibt ein Problem. Es ist keiner mit diesem Rang mehr online. Oh nein, wir können keine Bahn mehr fahren. Oder warte mal, was bedeutet dieser grüne Rang da? Kann dieser grüne Rang das auch managen? Ich habe keine Ahnung, ne? Weil das wäre jetzt ein kleiner Fail, wenn jetzt irgendwie hier, ich sag mal so, wenn wir jetzt nicht mehr weiterfahren können, wäre das natürlich schon ein bisschen kacke, sage ich euch ehrlich, ne? Ich will jetzt unbedingt River Quest fahren, ich bestehe da jetzt drauf. Oh, Mystery Castle ist geöffnet. Okay, komm, das lassen wir uns nicht entgehen. Wir gehen jetzt mal zu Mystery Castle und fahren das hier mal. Weil Mystery Castle ist eigentlich ganz cool auch, muss ich wirklich sagen. Ich bin da zwar nicht in echt gefahren, aber... Ernsthaft jetzt. Ja. Okay. Okay, wisst ihr was? Wir fahren einfach doch nicht Mystery Castle. Okay, anscheinend geht das ja irgendwie nicht jetzt, weil es wieder geschlossen ist. Weil irgendjemand, ich dachte, komm, merke ich das mal auf. Lock alle an und dann schließt sich das einmal mal direkt wieder. Okay, wir sind jetzt wieder bei River Quest. Okay. Hat jemand Bock, irgendwas hier zu öffnen? Ich bezweifle nämlich halt irgendwie, dass jemand Bock hat, hier was zu öffnen. River Quest ist geöffnet. Let's go. Okay, wir können jetzt doch River Quest fahren. Okay, let's go. Okay. Ich bin mega, mega gespannt, wie das jetzt hier ist. Weil Wasserbahn ist ja nochmal was anderes als in der Achterbahn hier. Und wobei man wahrscheinlich auch, wobei das jetzt nicht großartig anders sein wird, denke ich mal. Aber okay. Was steht hier? RQ ist in Beta-Version. Okay, ich habe keine Ahnung, was RQ ist. Aber okay, wir gehen einfach mal hier in der Warteschlange weiter. Muss man jetzt hier lang? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss gerade tatsächlich. Ich bin hier halt nicht in echt gefahren, weil die irgendwie geschlossen waren den Tag, wo ich dort war. Aber ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Ist das der richtige Weg? Ich hoffe auf jeden Fall mal, das ist der richtige Weg. Ist es... Yo, oha! Wie cool ist das denn? Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt hier in River Quest, in dem Boot hier drin. Wow! Das sieht ja mal cool aus. Warte kurz, hab gerade Blödsinn gemacht. Okay, alles gut. Danke nochmal. So, okay, wir sitzen auf jeden Fall, wir warten einfach ein bisschen auf den Typen hier und dann, wenn es losgeht, dann sehen wir uns wieder. Okay, Freunde, er ist auf jeden Fall jetzt gerade hier und ich glaube, es geht jetzt auch los. Weil, lol, da ist wirklich so ein Control-Panel, ne? Da hat alles gedrückt und jetzt geht's einfach los, oder? Ey, wie cool ist das, lol, mit diesem Schiebeband sogar. Hä, wie cool ist das denn gemacht, Freunde? Also wirklich, das ist ja unfassbar. Hey, was geht? Was geht, Phil? Ich nenne ihn einfach mal Phil, weil, keine Ahnung, PHL, denke ich dann einfach mal an Phil. So, okay, wir fahren einfach mal jetzt hier los. Okay, wir haben jetzt hier... Unsere, Leute, das dreht sich wirklich so krass, ne? Wow, wie cool ist das denn, bitte? Also, ich finde das ja wirklich echt krass, wie die das irgendwie... Ich frag mich das viel zu oft, aber wie konnten die das bitte so unfassbar gut und detailliert immer alles machen? Und schau, auch diese Sitze sehen wieder exakt gleich aus, wie in echt, ne? Und da drunter sind immer so Blubberblasen, ne? Ich würde gerne mal wissen, ist das jetzt einfach ein Boot, was sie mit einer Textur bearbeitet haben, oder ist das wirklich so ein ganz neues...
Gefährt, was sie jetzt irgendwie erstellt haben, was jetzt irgendwie hier drin ist. Ich kann das wirklich null einschätzen. Ich bin übel schlecht in sowas, aber okay. Wir sind auf jeden Fall gerade seitlich, ne? Und hier ist halt dieser Aufzug, weil das weiß ich, glaube ich. Man wird auch immer so hochgezogen an manchen Stellen. Okay. Ich bin mal auf jeden Fall mega gespannt hier, wie es dann am Ende wird, wenn der erste Drop kommt irgendwie. Boah, meint ihr, wenn es so runtergeht, dass man dann auch irgendwie sich so dabei so dreht? Das wäre auch mal ganz cool eigentlich, muss ich wirklich sagen, ne? Okay, es geht auf jeden Fall jetzt weiter hier. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall hochgezogen. Und schau mal, der Waggon wurde so richtig schräg, aber irgendwie so komplett smooth, ne? Ich habe keine Ahnung, wie wird das gemacht? Ich will das jetzt sofort wissen, wirklich. Vor allem, liebes Phantasia-Craft-Team, wenn hier jemand gerade von den Themen zuschaut, ne? Bitte klärt mich mal auf. Wie macht ihr das bitte? Das sieht so gut aus. Hilfe. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt hier. Was ist das? Ah ne, warte. Das ist dieser Aufzug. Ne, man wird jetzt irgendwie runtergefahren oder so. War das nicht irgendwie so? Wird man jetzt nicht irgendwie runter oder hoch? Ne, man wird runtergefahren, glaube ich, oder? Wir fahren komplett durch die Wand. Okay, mein Kopf ist jetzt durch zwei geteilt worden, aber ist mir komplett egal. Wir fahren jetzt weiter hier mit River Quest. Und das ist der nächste Waggon. Ist da jemand drauf? Ne. Okay, man wird doch hochgezogen. Okay, okay. Auf einmal ist das doch so ein Freefall Tower hier. Ziemlich hoch hier, ne, muss ich wirklich sagen. Also wirklich, hätte ich ein bisschen Höhenlang, muss ich wirklich sagen. Aber okay, wir sind jetzt auf jeden Fall hier oben und es geht jetzt auf jeden Fall mal weiter hier. Ich glaube, ich bleib mal in dieser Position hier, in dieser Second Person. Heißt das Second Person? Ich habe keine Ahnung, ich glaube irgendwie so. Weil das, hier sieht man auf jeden Fall am meisten von der, und da, Leute, oben ist Mystery Castle, das ist ja so groß, Hilfe. Müssen wir auf jeden Fall gleich auch noch alles, Leute, wie schnell wir uns drehen, krass, Hilfe, wie cool ist das denn? Aber okay, ich würde noch mal sagen, weil ich sitze ja hier dieser Strudel, wo man dann irgendwie so immer so in so einer Spiralform fährt, ne? Und dann am Ende, genau, da geht's, sehen wir jetzt auch gerade hier direkt neben mir. Also dann hier auf einmal dann so runtergeht und so. Bin ich auf jeden Fall mega, mega gespannt, ob die das wirklich mal schnell, so richtig schnell gemacht haben. Weil hier sieht er einfach aus, als ob das Wasser so normal fließen würde, wie in einem Fluss halt, ne? Weil ich bin mir echt gespannt, wie, ob sie dann wirklich sowas an Tempo-Boosten sowas hinzugefügt haben. Aber ich denke mal schon, oder? Weil ich meine, bei der Black Mamba war das natürlich auch so, ne? Und ich merke gerade, ich stotter gerade die ganze Zeit, weil ich irgendwie so außer Übung bin. Ich muss unbedingt mal was trinken. Ich trinke mal kurz was. Einen Moment, Freunde. So, mit ein bisschen Wasser im Mund geht natürlich alles hier wieder viel besser. So, okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt ziemlich nah am Abgrund hier. Ich bin da echt mal gespannt, wie die das jetzt hier wirklich gemacht haben. Okay, es geht auf jeden Fall jetzt gleich hier runter. Oh, wir werden das wahrscheinlich rückwärts runterfahren, oder? Okay, ich bin mega, mega, mega gespannt hier. Es geht jetzt runter. Und ich bin mal echt gespannt jetzt hier, wie dieses Fahrgefühl dann sein wird hier. Ich fühle, als ob ich die Bank echt wirklich fahren würde. Aber es ist, oh mein Gott, ist ja echt voll krass, ne? Geht es in der echten Bahn auch so krass runter? Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt halt noch nicht gefahren, aber trotzdem mega, mega cool auf jeden Fall. Wow, okay, es ist auf jeden Fall. Und dann, wie sich das wieder so dreht, das ist ja so unfassbar cool. Ich muss mal mit der Kamera immer so mitgehen am besten, denke ich, ne? Oder immer so nach vorne gucken, hier in dieser First Person. Weil First Person wäre wahrscheinlich auch ganz cool gewesen, ne? Okay, wir fahren jetzt in First Person hier runter, so. Nee, und fahren jetzt rückwärts runter hier. Ach, das ist schon cool gemacht, muss ich wirklich sagen, Mann. Also wirklich fetten Respekt hier für diese ganzen Arbeit. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wie oft ich das schon erwähnt habe jetzt, ne? Aber man muss es halt auch so oft erwähnen, weil es einfach so krass ist, wirklich. Es ist ja wirklich einfach der krasseste Server, auf dem ich jemals gespielt habe. Wirklich, vergesst Hypixel, vergesst irgendwie Zeituxien, Mario Party, sitzt gegen nichts, das ist Phantasialand in Minecraft und guckt euch mal an, wie gut das hier alles aussieht. Also wirklich, ich habe so unfassbar viel Respekt vor diesen Erbauern hier, ne? Also wirklich, fetten Respekt, Freunde. Aber ich würde sagen, wir gucken uns schon mal ein bisschen an, was wir so als nächstes fahren können. Wir müssen da noch hier die, Sicherheitsbügel geöffnet kriegen bekommen, damit wir hier wieder raus können hier, weil wir gerade so gesehen noch gefangen sind. Und es laggt gerade ein bisschen, oder? Laggt oder sind wir gerade stehen geblieben einfach? Ich weiß nicht. Ist es gerade ein Lag oder ist es gewollt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin die Bahn nämlich noch nicht gefahren. Bleibt man denn echt da stehen? Weil es macht nämlich nicht so viel Sinn für mich, wenn man das irgendwie stehen bleiben würde, wisst ihr? Kann ich immer den Sitzplatz hier wechseln? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich weiß nicht, ob das gerade so gewollt ist. Ah, okay. Anscheinend war es gewollt. Es geht jetzt einfach normal weiter hier. Aber okay, und da wird man dann wieder hochgezogen und ist dann wieder beim Anfang. Also ich muss sagen, wir haben eben vergessen, Raik zu bewerten, ne? Warte mal, Raik, okay, weil der Colorado habe ich 7,5 gegeben, ne? Okay, ich gebe mal Raik. Ich fand Raik tatsächlich ein bisschen cooler, sage ich euch ehrlich. Ich sage, ich gebe Raik eine 8 und River Quest hier, da es dann an manchen Ecken doch ein bisschen sehr langsam war, gebe ich River Quest mal. Es war natürlich trotzdem richtig krass, muss ich wirklich sagen. Also wirklich, ich will jetzt in keinster Weise schlecht reden, aber ich gebe mal, daher, dass ich glaube, ich mir vorstellen kann, dass andere Bahnen noch krasser sind, gebe ich hier gerade mal eine 6, okay? Ich gebe mal River Quest hier eine 6 von 10. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf die restlichen Bahnen hier. Okay, wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen um hier. Was gibt's noch hier? Okay, ich würde einfach mal sagen, wir machen einfach, wenn wir gerade bei Wasserbahn. Oh, nee, warte, Schierpass dauert immer so lange, ne? Ich weiß nicht, ob wir Schierpass fahren. Wir gucken uns das gleich erstmal an, okay? Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier. Was gibt's noch hier? Was können wir noch hier mal kurz hier fahren? Warte mal. Wir gucken einfach mal ein bisschen kurz hier durch. Wie wär's mal mit Mystery Castle? Mystery Castle wäre einfach mal eine coole Sache hier. Kannst du Mystery Castle öffnen?
geht das eventuell. Das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool hier, wenn wir noch eine Runde Mystery Castle fahren können hier. Wäre mega, mega cool hier auf jeden Fall. Ich bin mega gespannt, wie sie das dann mit diesem Freefall-Element da wirklich gemacht haben. Weil es ist ja so ein Freefall-Tower, so ein Indoor-Freefall-Tower. Und ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie man das dann irgendwie umgesetzt hat. Weil bei diesen Achterbahnen, da, keine Ahnung, kann ich mir noch irgendwie vorstellen, dass es irgendwie so... Irgendwie, ich habe keine Ahnung, mit irgendwelchen Speedboost oder so. Aber es gibt ja eigentlich bei Speedboost und so, wenn man das irgendwie mit so einem Speedding gemacht hat oder so, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwie nach unten geht, weil das macht ja keinen Sinn. Man kann ja nicht schneller irgendwie sneaken oder schneller nach unten gehen oder so. Jetzt keine Ahnung, das ist irgendwie so ein... Ach Mann, ich habe keine Ahnung, ich rede wieder viel zu viel dummes Zeug. Freunde, es gibt gerade ein kleines Problem. Und zwar, wie ihr seht, ist auch gerade der liebe Liebhaber Phil oder wie auch immer der hieß, einfach abgezischt, okay? Das heißt, ich muss einfach jetzt wahrscheinlich ein bisschen warten, bis irgendeiner mit diesem Rang wieder auf den Server kommt und dann können wir eventuell noch hier Mystery Castle, Chiapas und Tauron fahren. Denn das werde ich auf jeden Fall heute noch machen. Ich habe keine Ahnung, ob es noch irgendwie was wird, dass wir diese Bahn hier noch fahren oder so. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, okay? Weil es wäre auf jeden Fall mega, mega cooler Abschluss, nochmal hier die drei Sachen zu fahren hier. Ich kann euch nicht versprechen, ihr werdet ja sehen, ob das Video jetzt noch ein bisschen länger geht oder nicht. Freunde, ich würde sagen, ich warte jetzt mal noch so eine halbe Stunde auf dem Server, bis ein AFK, gucken, ob jemand reinkommt. Wenn ja, dann melde ich mich nochmal, wenn nicht, dann ist halt einfach schade, okay? Aber Freunde, ich würde einfach mal sagen, bis gleich, weil eine Abmoderation würde ich nachher so oder so noch machen, falls irgendwie nichts mehr passiert, ne? Bis dann. Okay, Freunde, es sind wieder zwei Leute von dem mit pinken Namen hier auf dem Server und ich werde einfach mal direkt mal ganz schnell fragen hier, ob jemand hier Mystery Castle irgendwie öffnen kann, weil ich will das jetzt so schnell wie möglich alles hinter mich bringen, okay? Ich habe keine Lust, wieder so lange zu warten, bis neue Leute wiederkommen. Ich habe jetzt locker eine halbe Stunde gewartet oder so, aber okay. Ich frage einfach mal jetzt hier, ob jemand Mystery Castle öffnen kann. Wäre auf jeden Fall mega, mega cool, wenn das jetzt irgendwie klappen würde oder so. Wäre mega, mega cool. Ich hoffe, dass entweder Black Sky schreibt, yo, ey, danke dir, wirklich, danke dir. Du rettest mich wirklich, wirklich. BlackSky107, Dankeschön. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Wir können, okay, Mystery Castle, kriegen wir hin dieses Video noch. Okay, let's go. Okay, einziges Problem, wird am Ende nur noch Chiapas und Tauron sein. Außer BlackSky sitzt noch länger auf dem Server und kann uns vielleicht noch irgendwie helfen, diese zwei Achterbahnen irgendwie zu testen, so, ne? Aber okay, Mystery Castle ist jetzt erstmal das erste Ziel, was wir jetzt versuchen hier. Und hier haben wir Mystery Castle zu öffnen, okay. Hier kommt ein neuer Besucher, irgendwie Maulwurf oder so. Mega, mega cool. Wir kommen jetzt hier bei Mystery Castle rein, gehen diese Warteschlange entlang. Und vorne, als ich hier war, ihr müsst wissen, habe ich mir nicht getraut, das zu fahren, habe da ganze Tag gewartet. Ich habe einfach ganze Tag gesessen und gehofft, dass es gleich vorbei ist und ich nicht mehr alleine da bin. Aber okay, Freunde, ich würde einfach mal sagen, wir folgen kurz den Schwertern hier, weil ich glaube, das markiert wieder so ein bisschen die Warteschlange hier. Ich kann es ja wirklich nicht beurteilen, ob das gerade irgendwie realistisch aussieht oder nicht hier alles. Okay, das sieht schon cool aus, muss ich wirklich sagen. Auch wenn es jetzt nicht realistisch sein sollte, ne? Da ist es einfach mega, mega cool, muss man wirklich einfach mal sagen. Okay, wir gehen jetzt immer hier runter. Es ist ja eigentlich auch immer so aufgebaut wie so ein, das weiß ich zumindest, dass man am Anfang immer so erschreckt wird bei dieser Warteschlange und sowas, ne? Aber okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter hier und lassen uns einfach mal ein bisschen überraschen, was hier kommt. Oh, hier ist dieser Typ da, der immer hier alles kontrolliert, oder? Ist das der Typ? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier sind auf jeden Fall die Türen. Und hier sind wir jetzt drin bei Mystery Castle und wir sitzen im Waggon und ich bin wirklich mal richtig gespannt jetzt hier, wie das dann wirklich sein wird, okay? Ich habe keine Ahnung, wie das irgendwie sein wird, ob man jetzt irgendwie so, weil ich weiß nicht, wie wollen die das bitte gemacht haben, dass man irgendwie dann so schnell hochgeschossen wird und so schnell runtergefallen lassen wird, wisst ihr? Okay, die Bügel gehen runter und es geht jetzt wahrscheinlich auch los und das wird, okay, Licht geht sogar aus und wir werden noch oben geschossen, okay, oh mein Gott, wie schnell wir jetzt oben waren, jetzt werden wir wieder runterfallen gelassen, ne, wow, ist das cool gemacht, wirklich, geht nochmal hoch hier, die Bügel sind ein bisschen verbuggt, also hätte ich ein bisschen Angst, wenn ich gerne echt drauf setzen würde, wenn die Bügel ganz so wackeln würden, okay, jetzt sollten wir langsam wieder runtergebracht werden und dann sollte das Ganze auch wieder vorbei sein, oder? Ich weiß, es kann sie wirklich nicht sagen, weil ich nicht gefahren bin, aber ich glaube, so müsste es sein, oder? Oder wird man nochmal nach oben geschleudert jetzt? Oder war es das? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind auf jeden Fall hier. Nennt mich Luna. Und hier haben wir noch den, wie heißt der? Ey, das ist so dunkel. Ja. Tribillion. Okay, gut, perfekt. Okay. Alles klar. Ich glaube, das war es jetzt aber auch soweit, oder? Oder wird man nochmal hochgeschossen? Lol. Man sieht einfach gar nichts, weil ich irgendwie die Render Distance so niedrig habe, weil es jetzt noch alles lenken will. Okay, jetzt geht anscheinend auch nochmal hoch. Okay, wir sind nochmal ganz weit oben. Okay, jetzt sind wir ganz oben. Oh Leute, sogar diese Blitzeffekte. Das hat der Park sogar auch gedacht. Hey, wie genial ist das denn? Das weiß ich doch, das kenne ich sogar als Video, diese Blitzeffekte. Okay, Leute, wir sind einfach unter den Bügeln, okay, sehr gruselig hier auf jeden Fall. Und geht nochmal ganz nach oben, geht's nochmal ganz nach oben oder nur bis zur Hälfte? Okay, es geht nur bis zur Hälfte, okay. Aber wenn wir jetzt runtergefallen sind, dann war es das Ganze, glaube ich, auch, okay, oder? Nö, okay, es geht anscheinend nochmal weiter hoch, okay, perfekt, jetzt geht es wieder runter. Und sind wir jetzt durch? Okay, das war's auf jeden Fall, jetzt zieht das Licht wieder an hier. Mystery Castle ist doch jetzt wieder geschlossen hier. Mega, mega cool, wirklich, kann ich einfach wirklich nur sagen, heftige Attraktion noch, muss ich wirklich sagen, das ist wirklich so gut gemacht hier alles, okay.
Ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt mal zu Chiapas und gucken, ob das jemand öffnen kann. Kann wer Chiapas... Weil ich frage, höflich, immer höflich sein. Kann wer bitte Chiapas öffnen? Und natürlich nur dieser Emoji hier, damit man kennzeichnet, dass man sehr freundlich ist. Wisst ihr? Okay. Wir hoffen einfach mal, dass jemand hier öffnet. Vielleicht ist ja wieder der Black Sky hier so lieb und öffnet das Ganze hier. Oder 3 Billion, keine Ahnung. Wäre mega, mega cool auf jeden Fall, wenn wir noch Chiapas fahren könnten. Oh mein Gott, wenn wir gerade schon mal hier sind. Leute, Black Sky ist wirklich da. Hey, wie cool. Okay. Vielleicht hilft er uns hier. Wäre auf jeden Fall mega, mega cool. Und was mir gerade eingefallen ist, da hinten ist ja noch... Warte, ich muss mal kurz meine Render ein bisschen höher stellen, so auf... ich mach mal auf 10, kann man das irgendwie sehen da hinten? Weil da hinten ist ja auch irgendwo noch Talokan, das will ich ja auch noch unbedingt fahren, Leute, ne? Hast du den Audio-Server an? Nee, leider nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock eigentlich, ehrlich gesagt, auf Audio-Server, aber es ist, Audio-Server, ist das dann einfach so eine Art Sprachchat oder so? Ich meine, keine Ahnung, ich könnte ja auch mal reinkommen oder so, dann können wir ein bisschen mit dem reden oder so, ne? Mach mal an, lohnt sich bei Chiapas. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Ist das irgendwie hier sowas, dass man irgendwie... Warte mal, erstmal Chiapas hier offen, ne? Warte mal. Use the PC Audio. Warte mal. Ich muss irgendwie kurz gucken. Weil was hat er gerade gesagt? Audio-Server. Wie macht man diesen Audio-Server an? PC Audio. Klicke hier, um Audio-Server zu starten. Von der Website never open. Ich hab jetzt keinen Bock hier anzumachen. Wisst ihr was, Freunde? Ich füge einfach hier Chiapas Musik von euch ein. Für euch ein, okay? Ich mache das einfach jetzt hier im Schnitt hier. Aber ist okay. Wisst ihr was? Ich lasse mich jetzt einfach mal hier einfach nur von der Fahrt überraschen. Ich habe eh gar keinen Kopfhörer auf, deswegen wird es mir wahrscheinlich eh nicht viel bringen hier. Okay. Nach links zu Chiapas, die Wasserbahn. Okay, ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie die das jetzt hier auch gemacht haben. Hier, ich weiß nicht, ob die wirklich auch so lang ist wie in echt, weil in echt geht die, fährt man die locker wie 5 Minuten oder so. Ne? Also bin ich wirklich mal mega gespannt hier. Aber okay. Warte mal, wo muss man jetzt hier lang? Hier ist ein Emergency Exit. Okay, hier geht's aber weiter mit der Schlange. Wir gehen immer weiter um die Kurven. Lol, wie lange ist diese Schlange bitte hier? Okay, ihr müsst wissen, Chiapas bin ich auch nicht in echt gefahren, weil es einfach kalt war und ich hatte keinen Bock auf eine Wasserbahn an dem Tag so, ne? Aber okay, wir sind auf jeden Fall jetzt hier relativ am Ende von der Schlange. Da vorne sind auch schon die Waggons. Oh Gott, das ist so cool, wirklich. Ich bin mega gespannt jetzt hier auf Chiapas. Ich sag das Gefühl wie vor jeder Bahn. Und ich habe ganz vergessen, die ganzen Bahnen, die wir gefahren sind, bisher zu bewerten, so richtig, oder? Warte mal. Wir setzen erstmal kurz hier rein, weil Chiapas. Was ist das? Oh mein Gott! Ich muss wieder rein. Okay, so, ich bin wieder drin. Okay, alles gut, Freunde. Ich bin... F. Ich muss hier rein. Okay, wisst ihr was? Gehe ich halt hier rein. Ich habe gerade einfach meinen Waggon verpasst. Perfekt. Aber okay, ich will mal ganz so gucken. Wenn ich jetzt nämlich hier auf PC oder drücke, ne? Wenn ich jetzt hier... Oh, muss den ersten nehmen. Ich bin ein bisschen überfordert hier. Warte. So. Kann ich irgendwie rein? Okay. Alles klar. Perfekt, okay. Ich würde sagen, wir fahren jetzt ein bisschen Chiapas hier. Ein bisschen, habe ich aber gesagt. Freunde, nehmt es mir nicht übel, wenn ich mich heute oft verspreche oder so, okay? Ich bin einfach nicht gewohnt, wieder so viel zu kommentieren, weil ich jetzt länger nicht mehr aufgenommen habe. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal hier Chiapas auf uns wirken hier. Ich werde wahrscheinlich euch gerade wahrscheinlich die Musik von Chiapas hier im Hintergrund irgendwie einblenden. Und deswegen habt ihr wahrscheinlich noch besseres Feeling als ich jetzt hier, weil ich habe gerade keine Kopfhörer auf, so, ne? Aber ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf diese Bahn hier. So, ich weiß gar nicht, wie die wirklich so in echt verläuft auf jeden Fall. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass sie lang ist. Mehr weiß ich aber wirklich nicht. Und auch, man muss wirklich wieder sagen, diese Boote sind wirklich wieder so unfassbar gut gemacht, ne? Also wirklich, es ist ja wirklich unfassbar, wirklich. Ich weiß, dass man hier einmal irgendwie durch so eine Partyzone fährt oder so, dann einmal irgendwie rückwärts irgendeine Abfahrt runter oder so. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist es irgendwie so. Okay, hier ist auf jeden Fall die... Erste Abfahrt. Okay, Chiapas ist auf jeden Fall geschlossen. Wir sind auf jeden Fall die letzten, die jetzt fahren. Hier geht es auf jeden Fall das erste Mal runter hier. Wir haben es leider nicht gesehen, weil wir da ein bisschen in der Decke drin gebackt haben. Aber egal. Okay, dann ist jetzt hier dieser Moment, wo man irgendwie, wo die Seite gewechselt wird irgendwie. Ist es hier irgendwie? Lol, okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier rückwärts am Fahren. Okay, könnte ich in echt, mag ich rückwärts fahren. Eigentlich relativ gerne sogar. Weil irgendwie im Rückwärts fahren, es ist immer so ein... Ich weiß nicht, wie ich das beschreibe, so ein anderes Gefühl, als wenn man vorwärts fährt. Nein, das ist logisch, klar, aber... Na, vergiss es einfach, Freunde. Ah, hier ist die Partyzone. Okay, wir sind in der Partyzone. Let's go. Okay, ihr werdet wahrscheinlich gerade coole Musik haben. Ich höre gerade absolut gar nichts, denn ich habe keine Kopfhörer auf, wie auch schon oft. Aber jetzt hier ist auf jeden Fall so eine... Ich weiß nicht, wie ist das in echt auch mit so Skelettköpfen und so? Ich glaube, das sind doch so... Okay. Das ist, glaube ich, dieser Rückwärtsabfahrt, die... Also eigentlich Rückwärtsabfahrt. Wird man jetzt hier nach rechts transportiert irgendwie, oder? Ja, tatsächlich. Okay, ich glaube, in echt ist es aber so richtig ruckartig, oder? Ist das nicht in echt irgendwie so ganz schnell oder ist das auch so langsam in echt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt hier hoch. Aber ist das nicht relativ schon
halbwegs am Ende hier eigentlich dieser Seitenswitch oder so? Oder bin ich gerade einfach nur ein bisschen überfragt? Ich meine, ich bin die Bahn nicht gefahren, so, ne? Ich kann das nicht sagen. Ich habe nur mal ein, zwei Videos dazu angeguckt, so, ne? Aber, naja, bin auf jeden Fall mega gespannt hier, wie das Ende dieser Bahn sein wird, denn für die Leute, die wissen Bescheid, okay? Das ist das einzig Logische, klar wissen die dann Bescheid. Okay, ich muss sagen, dieser Outdoor-Bereich gefällt mir auch richtig, richtig gut. Vor allem, wenn man jetzt hier so einen Blick über diesen ganzen Park so ein bisschen hat. Da hinten war, glaube ich, noch was von Deep in Africa. Genau, hier vorne ist es, meine ich. Genau. Und jetzt geht's, genau. Okay, ich habe wieder Orientierung. Jetzt müsste es hier einmal kurz hochgehen, oder? Genau, es müsste jetzt einmal kurz hier hochgehen. Das habe ich nämlich ganz so im Kopf. Jetzt muss ich einmal kurz hochgehen und dann geht es einmal nochmal gerade und dann ist da vorne auch die Abfahrt. Okay, ich bin wirklich mega, mega gespannt auf diese steile Abfahrt. Wenn ich glaube, das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht recht entsinne, ist es, glaube ich, die steilste Abfahrt einer Wasserbahn in ganz Europa. Zumindest war es das, als es rausgekommen ist. Ich habe keine Ahnung, ob es auch noch so ist. Aber ich denke auf jeden Fall mal schon. Okay, und hier, okay, es geht jetzt runter hier mit Chiapas, mit keine Ahnung, wie viel kam. Oha, wie schnell wir wirklich sind, ne? Mega, mega cool. Okay, jetzt geht es hier nochmal natürlich hoch hier und dann geht es hier nochmal runter. Und es ist mit diesen Wasserspritz-Emojis da noch. Wow, Emojis. Nein, nicht Emojis, Partikel meine ich. Also wirklich, ich muss wirklich sagen, Chiapas hat mich komplett überzeugt gerade. War richtig, richtig cool, muss ich wirklich sagen, weil es auch einfach so eine schöne Szenerie hat, muss ich wirklich sagen. Und wir sind wieder am Ende angekommen. Der Typ sogar von eben ist sogar noch da. Mega, mega cool hier auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, uns fehlen jetzt noch zwei Sachen. Und zwar würde ich ja noch Talokan und einmal Taron fahren, okay? Denn ich würde einfach mal sagen, Talokan und Taron sind noch so zwei große Attraktionen, die wir mal gerne noch, die ich noch auf jeden Fall noch gerne fahren würde hier. Und diese ganzen Sachen wie, keine Ahnung, was weiß ich jetzt, Mousse, Schokolade oder sowas, irgendwie Bacobato, keine Ahnung, was es ist, aber auf jeden Fall diese ganzen Erlebnissachen so, die würde ich gerne dann einfach mal in so einem Extra-Video nochmal fahren, wo dann so diese ganzen, ich sag mal so, Kindersachen einfach fahren, würde ich einfach mal sagen, okay, Talokan. Talokan würde mich auf jeden Fall auch noch interessieren, wie das gemacht ist hier. Kann jemand noch Talokan öffnen, eventuell, wäre auf jeden Fall mega, mega cool. Er schreibt klar, okay, ist wirklich, Black Sky ist auch ein richtig sympathischer Kerle hier, ne, wirklich. Super, auf jeden Fall schauen wir mal hier. Danke natürlich, immer bitte und danke sagen, Freunde, ganz, ganz wichtig, immer bedanken und immer bitteschön sagen. Sehr, sehr wichtig, einfach sehr, sehr hilfreich immer. So, also, wir warten jetzt hier, bis Black Sky uns hier ein bisschen Talokan aufmacht hier und ich würde sagen, dann sehen wir uns einmal gleich wieder. Oh, musste gar nicht warten, okay, ich habe wahrscheinlich gar keinen Cut gemacht, das ist einfach jetzt hier offen, wie cool ist dieses Tor auch geöffnet hat, okay, wir sind auf jeden Fall jetzt hier drin in Talokan, Freunde, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, weil bei Talokan, das ist ja wirklich dieses ganz kranke Ding, wo es sich dann wirklich nochmal so in großen Umdrehungen bewegt, irgendwie, genau, und jetzt nämlich hier, oh Gott, das ist so krank, wirklich, und dann dreht sich das nochmal so um die eigene Achse und so, aber okay, Row 1, ich würde sagen, wir gehen mal in Row 1, damit wir in der ersten Reihe sitzen, wir gehen in Reihe 1, damit wir in der ersten Reihe sitzen, super, super toll gesagt, super, ich bin stolz auf dich, Juri, danke, okay, wir sitzen auf jeden Fall, Freunde, wir sitzen auf jeden Fall in Talokan hier drin. Und es geht, okay, wir sind auf jeden Fall jetzt eingesperrt. Wir sitzen in Minecarts. Okay, hier haben wir auf jeden Fall nicht so einen eigenen Coaster-Ding da entworfen. Aber es kann ich überhaupt nicht übernehmen, wirklich. Weil es einfach, das stelle ich mir wirklich viel zu aufwendig vor, muss ich wirklich sagen. So, ne? so einen einfachen, ich sag mal so einen Waggon wie bei Colorado so, kann man noch irgendwie mit Aufwand irgendwie so machen. Aber ich weiß halt nicht, wie die das machen sollen. Ja, ist das wirklich so, oder bewegen sich nur die Minecarts, oder ist das wirklich dieses große Teil, sich bewegt, ne? Das sind nur die Minecarts, ne? Aber ist mir komplett egal, einfach dieses Fahrgefühl zu haben hier. Mega, mega cool auf jeden Fall. Und jetzt geht's hier nach rückwärts. Oh, ist das cool, wirklich. Es ist wirklich, auch wenn es jetzt hier irgendwie jetzt vom Designer wahrscheinlich mit die Schwächste ist, von was den Waggon angeht, ne? Ich finde das einfach auch mega, mega cool gemacht, dass man diese großen Umdrehungen jetzt hier hat. Oh, mit dem Wasser sogar, auch mit dem Feuer. Wow, ist das cool, wirklich. Und ich muss, hier habe ich ganze Zeit neben der Fahrt gestanden, habe gewartet, bis es aufgehört hat, weil ich auch hier wieder Angst hatte, okay? Mystery Castle und Talokan waren die einzigen Sachen, die ich nicht gefahren habe, weil ich einfach absolut Schiss davor hatte. Aber okay, bei Talokan kann man es vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, okay? Mystery Castle, ich weiß, hätte ich fahren können, aber Talokan, weiß ich nicht, okay? Auf jeden Fall, Talokan gefällt mir vom Fahrgefühl halt mega, mega cool hier. Ich fühle mich gerade so, als ob ich gerade in echt in dieser Achterbahn sitzen würde, irgendwie, ne? Es ist ja nicht mal, eine Achterbahn. Wie nennt man das? Ist es so ein, Spinning Coaster ist das nicht. Ein Spinning Coaster ist sowas wie Windjammers 4 and Force, wenn sich dieser Waggon einfach nochmal so dreht auf einer normalen Achterbahn, oder? Ich habe keine Ahnung, wie man sowas hier nennt, irgendwie. Ich habe aber, keine Ahnung, gucke ich auf jeden Fall gleich mal nach. Ich blende es euch vielleicht ein, wenn ich ziemlich finde oder so. Aber okay, ich will einfach mal sagen, wir warten einfach mal kurz hier. Ich mach einfach einen Cut, bis jetzt fertig ist, weil so spannend ist es hier nicht mehr. Also jetzt mal ohne Witz, ich sitze hier gefühlt schon seit 3 Minuten drin oder so. Ich will mich einfach nicht mehr rauslassen. Lass mich raus, bitte! Oh, hört's auf, es ist auf jeden Fall nicht mehr so ganz nach oben gegangen. Bitte, pendel dich langsam aus und lass mich hier endlich raus. Oha, das hat sich voll cool gereimt, das ist mega mehr. Ich finde es immer so cool, wenn etwas reimt, was ich sage, wirklich. Okay, Right Color von Talokan beträgt das 1. Okay, sehr schön auf jeden Fall, Freunde. Und jetzt, Freunde, wir kommen zum großen Finale. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video geht. Vielleicht geht es 40 Minuten. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme es aber in Kauf. Freunde, das große Finale dieses Videos. Wir gehen jetzt
zu Taron, Freunde. Wir wollen jetzt hier Taron nochmal zum Ende fahren hier. Kann jemand zum Abschluss nochmal Taron öffnen? Wäre auf jeden Fall noch ganz gut. Oh mein Gott. Caps. Nein, 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 oh mein Gott. Ich hab so reingesagt. Wie sind das? Okay, da ist wirklich einer. Okay. Anscheinend. Okay, Freunde. Anscheinend kriegen wir es wirklich noch in Taron in diesem Video zu fahren. Wie cool ist das denn? Dieses Logo auch hier, ne, wirklich. Ich weiß noch im letzten Video von diesem. Oh mein Gott, Taron, also auf, let's go, wir können Taron fahren. Oh mein Gott, ich wollte immer wissen. Ich fand im Phantasialand am coolsten fand ich Fly und Taron. Ich glaube, das werden die meisten sagen, wenn sie nach dem Phantasialand wieder nach Hause kommen, ne? Ich muss sagen, Fly fand ich noch einen Ticken besser vom Fahrgefühl her, aber Taron war natürlich auch unfassbar krass, muss ich wirklich sagen. Also Taron, da bin ich gefühlt beim ersten Mal wirklich innerlich gestorben, einfach, weil ich mich so erschrocken habe, dass es auf einmal so schnell war. Und vor allem dieser zweite Boost auch nicht. Ich bin wirklich mega gespannt hier, wie diese Bahn jetzt hier wirklich in Minecraft umgesetzt wurde. Weil ich kann mir das schon ziemlich, ziemlich cool vorstellen. Ne? Vor allem, weil diese Bahn ja auch hier so verwinkelt ist und so mit den ganzen Schnittpunkten und so. Ich glaube, das könnte ziemlich, ziemlich cool sein. Wo geht's jetzt hier lang? Ich glaube, hier lang jetzt. Ne? Genau, wir müssen den Pfeilen folgen. Und jetzt ist hier Row 1. Okay, wir gehen in die erste Reihe natürlich. Okay, wir gehen jetzt natürlich ganz nach vorne hier, um das beste Fahr-Item zu haben. Oh mein Gott, wie cool sieht das denn bitte aus? Hä, wie genial. Also wirklich. Und jetzt ist es hier auf, okay. Wir gehen genau auf. Ich saß auf der linken Seite auch, das weiß ich, okay? Freunde, wir fahren jetzt Taron in Minecraft. Wie cool ist das? Ich werde jetzt nichts mehr sagen. Ich will einfach genießen, okay? Ich will einfach genießen. Taron, so unfassbar cool. Ich bin wirklich mega, mega gespannt, wie das Ganze jetzt hier sein wird. Und es geht los. Ist das genial, wirklich. Und da vorne ist dann die Stelle. Oh, wow, 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 ist das cool, wirklich. Okay. Okay, stopp. Komm, gib mir den Boost, gib mir den Multi-Launch-Boost, gib mir ihn. Komm, ich will diesen Boost jetzt spüren, ich will ihn spüren. Gib mir diesen Boost. Gib mir den. Ja, da ist er. Let's go. Und wir rasen mit 50 Millionen 1000 km/h. Ey, wie cool ist wirklich das, also ohne Witz, Mann. Wie cool ist da. Oh mein Gott, die ist wirklich voll rasant und schnell, ne? Nur gucken, wie das aussieht mit dem Waggon hier. Wow, sieht das cool aus. Also wirklich, Mann, ne? Also man merkt hier auch richtig, dass sie irgendwie schneller ist als die anderen Sachen, ne? Das muss man auch erstmal hinkriegen, so. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wurde mit Plugins gemacht. Ich habe eben ein bisschen auf der Internetseite von dem Park hier und da stand auf jeden Fall, dass irgendwas mit Plugins gemacht wurde hier. Alles selbst entworfen, ne? Mega, mega cool. Und jetzt kommt hier der zweite Boost, oder? Kommt hier der zweite Boost? Der zweite Boost ist da. Und wir kriegen nochmal extra Beschleunigung. Oha, wie schnell wir werden. Okay, jetzt müssen wir hier diese Wand hochfahren. Genau. Und jetzt ist man hier noch auf dem höchsten Punkt jetzt, oder? Genau, jetzt sind wir auf dem höchsten Punkt. Hat einen richtig geilen Überblick auf Klugheim hier. Und jetzt geht's hier nochmal um die Kurve. Dann geht's jetzt hier, glaube ich, noch einmal so hoch und runter, oder? War das nicht jetzt hier irgendwie so? Ne, es geht. Da kommen auf jeden Fall noch voll viele Kurven. Okay, Taron ist länger, als ich dachte tatsächlich. Okay, ich habe es auf jeden Fall kurz in Erinnerung gehabt. Auf jeden Fall ist hier noch die Kurve. Ist das die letzte Kurve jetzt? Ne, anscheinend immer noch nicht. Okay, Taron geht irgendwie viel länger, als ich in Erinnerung habe. Ich habe keine Ahnung, wieso. Okay, hier war das jetzt genau. Ich ziehe wieder hoch und jetzt geht's hier runter. Und da ist jetzt die finale Kurve. Freunde, und ich würde einfach mal mit diesem wunderbaren Bild von Taron einfach sagen, das war's mit dem heutigen Video vom Phantasialand in Minecraft, wo wir alle Achterbahnen ausgetestet haben, die wichtig sind, ist, wie gesagt, es wird bald noch ein Video wahrscheinlich kommen hier, wo ich dann wahrscheinlich auch die ganzen Kinderbahnen und so, diese ganzen Erlebnissachen irgendwie so fahre und so, ne? Und wirklich freut euch drauf, auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall noch ein cooles Video kommen hier. Und Freunde, viele Leute, die sich fragen, warum wir mit Minecraft Future gekommen ist hier, mir hat es mit dem Server ein bisschen nicht geklappt, irgendwie, da war, ich habe den Server nicht irgendwie betreten können, deswegen, keine Ahnung, Freunde, aber ist auch nicht schlimm. Freunde, ich denke mal, man kann auf Future verzichten, wenn man sowas hier hat, okay? Freunde, ich würde sagen, wenn wir den Waggon noch einmal sehen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Man sieht sich in dem nächsten Video, wenn es wieder heißt Phantasialand oder Minecraft Tech Mage oder Minecraft Bounties, was auch immer. Bis dann, haut rein, Leute, und ciao!